Hey Kinas, was geht denn bei euch ab? Ich hab voll den Plan und zwar gehen wir hier hin. Komme ich da überhaupt hin? Warte mal. Leute, geht weg von meinem Plan, okay? Shit. Wir haben eine Planänderung. Und zwar gehen wir gehen da drüben hin. Das ist nämlich eigentlich mein Plan gewesen all die Jahre. Nach hier hin, Popeye. Das wird der super GAU für die Feinde auf jeden Fall. Denn ich habe heute vor, Erster zu werden. So wie jedes Mal. Hier gibt's die flotte Action. Nicht so langsames Rumcampen und Finger im Arsch und so, ne. Hier wird ordentlich gepiemelt. Verstehst du? Gepiemelt. Habt ihr das verstanden? Was wird hier gemacht? Gepiemelt. Also außer ich bekomme auf die Nase, dann werde ich halt gepiemelt. Aber dann ist es ja trotzdem an sich eine Pimmelung. Ne? Darfst du nicht vergessen. Na also, es geht doch. Und, oh, wow, 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 jetzt geht's aber los, meine Damen und Herren. Ja gut, Motorradhelm ist schon. Also, das ist nicht gerade das Gegenteil von gut. Aber optimal. Also ich verfolge die Taktik, recht schnell an die Gegner ranzugehen, wenn sie halt close sind. Da ist, nee, das ist keiner. Weil man so natürlich direkt, ja, schneller looten kann. Also man kann ja das looten, was die Gegner schon hatten oder gesammelt haben und darüber hinaus. Klar, es hört sich jetzt Kiki an. Er hat einfach ein Auto und ist close. Da oben ist einer im Haus. Ich denke, ich werde auf den im Haus gehen. Hat er mich gesehen? Höchstwahrscheinlich. Da ist noch einer. Ah, nee. Passt auf. So, ich bin... Fuck, nein! Nein, oh, warum hatte die Pistole nur gar keinen Schuss? Ja gut, das war jetzt nicht so optimal, ne? Aber wer rechnet auch damit, dass der und so. Das war echt scheiße dumm. Also hätte ich gewusst, dass er so close kommt, hätte ich natürlich direkt die MP genommen, ganz klar. Scheiß doch der Hund drauf, weil ich hab Revolver am Start. Und normale Pistole. Gut, ja, lieber die normale. Aber halt, 15 Schuss, was war vorhin los? Klick, 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 weg. Es waren doch 5 Schuss maximal. Mit dem Kackding. Oder bin ich gerade verkalkt? Es war nichts Halbes, es war nichts Ganzes. Da. Ah ja. Jetzt habe ich schon den zweiten Patronengurt. Ich glaube nicht, dass ich so viele brauche. Weil dann brauche ich für den Patronengurt natürlich mal eine Waffe. Größeres Magazin ist ja erstmal nicht schlecht. Wäre vorhin auch nicht schlecht gewesen. Aber im Moment ist hier doch eher mau. Ich habe echt nur eine Pistole. Jetzt komme ich gleich zu dem Knilch, der hier auch gelandet ist. Und er hat einfach eine 8 Schrotflinten auf dem Nacken. Und Haare auf den Zehen. So ist er ausgerüstet. Da ist er. Er hat nur eine Machete. Geht's ihm noch zu gut oder was? Ich verfolge ihn mal ein bisschen. Vielleicht geht er an einen schönen Platz, wo es cool ist. Da läuft er. Okay. Krass mal, was hat denn der für ein Speed drauf? Dagobert, bleib stehen! Soll ich ihn einfach anschießen mit der Ump? Wie gut ist die auf Entfernung? Mit Einzelschuss. Er rennt da immer noch rum, unglaublich. Das kann ich gar nicht glauben, dass er sich nicht umdreht. Er rennt gegen die Wand. Was ist mit dem los? Was ist mit ihm los? Der ist echt merkwürdig. Ich sehe ihn nicht mehr. Er ist verschwunden. Der ist doch jetzt hier nicht durchgerannt. Oh! Er hat mich gesehen. War er das? Ja, das war der Machetenboy. Das war Macheten-Jimmy. Also er hat mich gesehen. Er war irgendwo drin, keine Ahnung wo. But he saw me. Oh, da ist ein Auto. Da ist ein Auto. Nach wie vor keine gescheite Wumme. Stört mich ein bisschen. Ich versuche mich direkt wieder komplett voll zu machen, damit ich gut in die nächsten Bums rein kann. Wir gehen nach Gatka. Wow, 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 wow. Mach langsam. Da ist einer close. Im Auto. Geh weg, Alter. Ist mein Haus. Ich habe trotz dieses blöden Kills vorhin doch gute Erfahrungen mit dem Auto insgesamt. Also selbst im letzten Bereich fahre ich doch gerne mit dem Auto. Das einzig Dumme ist wirklich das Einsteigen. Also wenn man nicht in Bewegung ist, ist es haarig. Aber sobald man sich bewegt, also sobald man in Fahrt ist, ist es recht schwierig. Ja, ich werde da reinfahren. Das ist jetzt hier mein... Okay! Nate. Bitch! Nein! Woo! Nein, er hat mich geholt! Ja! Fuck! Easy Nate Kill, ich hätte jetzt sofort wegrennen sollen. Ich war einfach so offen gestanden. Der war schon wirklich nice. Naja, 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 komm, was soll der Geiz, oder? Ah! Ich hoffe natürlich dennoch, dass es euch gefallen hat. Vor allem, dass euch diese etwas aggressivere Spielweise gefällt. Lieber rangehen, anstatt ableben, wollte ich gerade sagen. Aber ich bin ja abgelebt. Naja, vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag Livestream. Donnerstag streame ich auch PUBG, da kann man auch mitspielen. Seid dabei. 19:30 Uhr geht's los.